Wie gewonnen, so Zaron. Und schon sind wir unseren Wein wieder losgeworden. Aber ich glaube, jetzt müssen wir zu den Maya-Höhlen. Aber vielleicht sollten wir vorher erstmal uns ein bisschen aufstocken. Ich glaube nämlich, das macht sehr viel Sinn eigentlich. So. Ein Schild nehmen wir auch noch mit. Und dafür haben wir kein Geld mehr. Haben wir denn noch Items? Was? Wir haben nur drei? Ach du Kacke. So, wenn wir jetzt noch genug für ein Schild haben, nehmen wir das auch noch mit. Aber ich glaube, das... Genau, da fehlen jetzt 30. Kann ich mich nicht einfach heimlich aus der Stadt schleichen, kurz was bekämpfen? Nein, kann ich nicht. Schade. Dann auf nach Westen, wo wir dann total glücklich unsere Freunde wiedersehen. Hello there. Wo willst du hin, Mädchen? Herr Kapitän. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du nimmst Kurs auf die Piratenhöhle. Äußerst voreilig, meinst du nicht? Ich weiß, aber... Augenscheinlich willst du trotzdem gehen. Bestimmt hast du einen narrensicheren Angriffsplan. Und natürlich eine Waffe. Du würdest doch nicht mit leeren Händen gehen, oder? Ein Narr, der glaubt, mit den niederträchtigen Piraten um die Rückgabe ihrer Beute feilschen zu können. Ich weiß, aber ich kann doch nicht herumsitzen und nichts tun. Diese armen Leute müssen vielleicht Hunger leiden, wenn sie ihre Habseligkeiten nicht zurückbekommen. Bei meiner Ehre als Händlerin, ich kann sie so nicht davonkommen lassen. Oh. Gut gewählte Worte, Kind. Wirklich? Ja, wenn du so entschlossen bist, werde ich dich nicht aufhalten. However. Unter der Bedingung, dass ich dir helfen darf. Huh? Und wie? Ich würde mich von einem Teil meiner Waren trennen, wenn sie dir bei deinem Vorhaben nützlich wären. Wenn dir irgendwas ins Auge fällt, dann betrachte es als deins. Für den richtigen Preis natürlich. Oha. What can I get you? So, was kann ich bei dir kaufen? Ich glaube gar nichts mehr, oder? Weil ich kaum noch Geld habe. Mhm. Mhm. Hm. Ja, bringt alles nicht so viel. Dann gehen wir mal los. Wir müssen Zeug machen. Wir müssen gewinnen. Wir müssen die Piraten boxen. Außerdem müssen wir kurz noch grinden, damit ich mir das Schild kaufen kann. Ah, na bitte, das funktioniert doch. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum mir nichts passiert. Okay, sie hat eine Schwäche gegen... Oh, nice. Aber keine Schwäche dagegen. Man würde denken, so ein Flugmonster wäre schwach gegen den Bogen, aber anscheinend nein. Dafür aber gegen den Speer, also bin ich da auch sehr glücklich. Los geht's. Bam, weg damit. How's that? Jetzt haben wir genug Geld, um uns ein Schild zu kaufen. Ach, deswegen ist Grinding toll, weil du einfach dich durch die Welt boxen kannst. Ja, falscher Weg. Hier. So. Warte mal, kann ich die öffnen? Oh mein Gott, ich kann einfach Leute beklauen. Ich wurde zu dem, was ich versucht habe zu verhindern. Okay,
Okay, ich wollte kein Schild, sondern die Weste haben anscheinend. Los geht's. Bam, so, und jetzt bin ich dabei. Ach, und sie heilt sich gar nicht. Es wird immer komischer. Kann ich ihr Fähigkeiten geben? Wahrscheinlich noch nicht, ne? Nope, okay. Los geht's, sie los. Dann wollen wir jetzt mal in die Piratenhöhle und mal gucken, was wir da so reißen können. Das ist wohl nicht der Weg, den ich einschlagen sollte. Danke, dass das Spiel mir so tapfer dabei hilft und mir sagt, wo ich lang muss. Bam. Aber hier kann ich auch nicht lang, ne? Let's do this! Boxen wir die ganze Geschichte einfach ins nächste Jahrtausend. Bam und tot. So. Ah, jetzt werden wir geheilt. Okay, nach einem Level Up, dann ist das ja alles klar. Ich lerne die Spielsysteme ja auch noch. Ich habe ja nicht den kompletten Durchblick. Ich spiele das Spiel ja selber erst seit 1,5 Stunden oder so. Hello, friend. Muss ich da wirklich einkaufen? Aber ich habe kein Geld mehr. Fällt euch, was ihr seht? Ein gutes Geschäft bin ich immer zu haben. Das möchtest du also haben, richtig? Hello, friend. Muss ich die jetzt alle leer kaufen? Ist das meine Aufgabe? Ich weiß nicht, ob ich genug Geld dafür habe. Und wofür brauchst du das Schlafkraut? Ich bin sicher, diese Piraten müssen von ihren Plündereien reichlich erschöpft sein. Also dachte ich, ich helfe ihnen beim Ausruhen, indem ich etwas davon in ihren Wein gebe. Du bist ganz schön gerissen, was? Na dann ab mit dir. Pass auf dich auf, Mädchen. Thank you. Danke sehr. Ach übrigens, Herr Kapitän, warum helft ihr mir? Weil ich eigentlich einer der Antagonisten in diesem Spiel bin, aber so tun muss, als ob ich einer der Guten wäre. Ich bin sicher, als Händlerkollege kannst du das verstehen. Wir beurteilen mit unseren Augen und meine sagen mir, dass du etwas Besonderes bist. Hehe, ich verstehe. Vielen Dank, Herr Kapitän. Das sollte reichen. Und jetzt die Sonderlieferung zu den Maya-Höhlen. Und so bin ich nun auf dem Weg in Richtung Piratenhöhle. Wirklich? Ihr wollt mir helfen? Ich kann euch nicht genug danken. Ihr habt ein Herz aus Gold. Jetzt, wo ich etwas von diesem Schlafkraut in den Wein gegeben habe. Wenn sie eingeschlafen sind, gehören die gestohlenen Waren mir. Ich habe übrigens keine Ahnung, ob der Dude böse ist oder nicht. Aber irgendwie kommt er mir so... Er hat so Evil Vibes irgendwie. Also er ist so der typische, okay, ich bin gut. Okay, ich bin gut. Ich bin einer der Guten. Trau mir. Und, ja, mal gucken. Aber ich find's schön, dass wir jetzt zu zweit sind. Das bedeutet, der Kampf gegen die Piraten sollte wohl relativ easy werden. Oh, guck mal, wie geil das jetzt ist, mit zwei Leuten zu kämpfen. Holy shit.
Holy shit! Holy shit! Ich habe jetzt einfach jeden Kampf gewonnen! Oh mein Gott! Ah, wie cool! Oh mein Gott, wie cool! Oh Gott, ich bin sehr verliebt in dieses Spiel gerade. Es ist sehr toll, dass ich tatsächlich jetzt einfach zwei Dudes habe, die hier mitlaufen. Oh, wie cool! Oh nein, es ist ein Fisch. Es sind zwei Fische sogar. So. Oh wow, kannst du bitte nicht Tresser angreifen? Wir sind Tresser. Verdammt, da ist er nicht schwach gegen. Verdammt, der ist noch am Leben. Der hält ganz schön viel aus, muss ich ja mal so sagen. Ah, okay. Damit kann man ihn dann brechen. Sehr gut. Gott, ich liebe dieses Kampfsystem. Es ist so cool. Es ist halt so cool einfach. Ich hab's Spiel nicht mehr durch und ich hoffe einfach jetzt schon, dass ein zweiter Teil dazu rauskommen wird. Von mir ist auch gerne dann auf PS4, so multiplattformmäßig, damit wir das in 4K einfach spielen können. Weil das sollte die Konsole ja wohl in 4K hinkriegen. Und dann möchte ich aber ein 16-Charakter-Spiel haben. Das ist dann Sextillion Path Traveler. Haben wir letztens nachgeguckt, was das heißt. With each battle, I grow stronger. Ich glaube, wir sind richtig. Mal noch die Truhe hinten auf. Oder auch nicht. Ach, verdammt. Das war jetzt natürlich mega klug. So, ein bisschen taktisch kämpfen, damit wir die Runden auch zu unserem Vorteil hier nutzen können. Okay. Sehr schön. Ich lese gerade, weil es von der Grafik im System etwas anderes ist. Und von der Grafik definitiv. Ich liebe so richtig geile Pixel-Style-Grafik. Und das hier ist einfach so ein richtig cooler Take an SNES-RPGs von damals. Halt, anstatt dass die Grafik immer besser wird, haben sie einfach die SNES-Grafik genommen und diese einfach in 3D gemacht. Und das Ergebnis sieht so geil aus, finde ich. Und vom System her, also das Kampfsystem ist halt einfach Bravely Default unglaublich ähnlich. Da konntest du das ja auch machen, dass du halt mehrmals hintereinander angreifen konntest und deine Angriffe dann wieder stacken musstest langsam. Das war eigentlich ganz cool. Du konntest halt sogar Runden aussetzen, dann hast du irgendwie zwei Angriffspunkte bekommen und sowas. Also ich weiß gar nicht, ob das hier auch geht. Prüfen wir gleich mal aus. Ich glaube nämlich nicht, oder? Genau, dann kann ich nämlich da früher angreifen. Aber das bringt uns nicht so viel. So. Sehr gut. Oh, dieses Spiel. Ich mag es so dumm taktisch zu sein. Das macht mich ein bisschen glücklich eigentlich.
So. So, kann ich ihr mittlerweile eigentlich irgendwas beibringen? Ja, kann ich. Sehr gut. Windschaden gewährt einem Verbündeten 1 BP. Ist das cool? Ich finde eigentlich Rast viel geiler. Und wofür sind denn BP nochmal da? Ich weiß es gar nicht. Ah, okay, wir können... Ach, das sind diese Battle-Punkte. Okay, ja, das macht dann natürlich Sinn. Dann nehmen wir das. Ihr habt gewonnen. Voll gut. So, Brudi, los geht's. Ich hab gehört, wir fighten eine Runde. Hey. Boost-Punkte. Ahoi, mein Herzchen. Nicht du schon wieder. Was willst du, Girl? Was willst du Ärger, Girl? Girl? Nein, mein Herr. Im Namen der Stadt möchte ich mich entschuldigen. Wir hätten wissen sollen, dass wir gegen euch Haudegen Verdammt. Wir hätten wissen sollen, dass wir gegen euch Haudegen keine Chance haben. Das ist für euch. Ich hoffe, ihr verzeiht uns. Wein! Da werden die Captains sich aber freuen. Wohl bekommst. Diese Landratten haben sich nicht mal gewehrt. Wahrscheinlich wissen sie nicht mal wie. Ihre verdreckte Seepocke von Stadt will doch eh. Werden sich nicht viele Piraten verirren. Ah, lesen. Schwer. Die Starken fressen die Schwachen. So läuft es eben in der Welt. Eine Lebensweisheit von Captain Leon Bastral, Geißel der Meere. Hi. Oder Bastrai? Keine Ahnung. Genau. Und wir sind in seine Fußstapfen getreten, ohne ihr zurückzuschauen. Es gibt doch nichts Besseres, als sich einfach zu nehmen, was man braucht. Sir. Captain, Captain! Ich hab dir doch gesagt, dass hier nicht genug Platz für zwei Captains ist. Genau, wie ich schon sagte, du bist nur der erste Offizier. Das ist das Zanken, ihr Captains. Hier ist noch mehr Wein. Hast du gerade Wein gesagt? Das Kind kam gerade vorbei und sagte der Stadt tut es leid. Diese Landratten lernen schnell. Oder sie sind zu bierbäuchig, um zu kämpfen. Ein Hoch auf diese Landratten! Auf die schlappen Quallen von Rippeltiden! Prost, Kameraden! Prost, Kameraden! Es sollte nun soweit sein. Also gut, dann los. So, vorher speichern wir nochmal kurz. Sicher ist. So, ab geht's. Okay, es ist tatsächlich ein längerer Dungeon. Ich dachte, wir würden da direkt ankommen. Oder auch nicht. Also, das war leicht.
Was haben die davon, mich zu unterschätzen? So. Da können wir auch nichts mit machen, ne? Mit diesem Objekt, was da auf dem Boden liegt. So, die 1000 nehmen wir noch mit. Hier kommen wir nirgends lang. Ich find's schön, dass er schläft einfach. Das ist halt cool. Gut, das ist schon mal keine Schwäche. Das ist auch keine Schwäche. Aha, na bitte. Sehr gut. Ist jetzt natürlich doof, dass ich mir keinen neuen Bogen kaufen konnte, aber was soll's. Noch mehr ohnmächtige Objekte auf diesem Boden, aber unser Ziel ist die Truhe. So. Oh nein, nicht die Schlange. Schauen wir mal. Das war's schon mal nicht. Dann aber definitiv Speer. Ah. Sehr gut. Ich mag's, wie jetzt so ein random Merchant hier rumsteht. Ein reisender Krämer. Wenn ihr etwas braucht, dann sagt es nur. Was hast du denn so, mein Freund? Haben 31 davon? Okay, ich glaube, das passt schon. Auch hier, ich muss der unglaublichen Abhängigkeit des Speicherns jederzeit nachkommen. Was ist da unten denn? Können wir schon da rein? So, da verteidige ich mich gerade einfach mal, weil sie ja diejenige ist, die hier mit der Schwäche dealen kann. So. Okay, wir bekommen tatsächlich auch keinen Punkt dazu, wenn wir uns verteidigen. Also ich hätte jetzt gedacht, bei Brave the Default ist es halt so, wenn du nicht angreifst, hättest du jetzt 3 Angriffe direkt voll gehabt oder 3 Punkte um voll gehabt. Und hier hast du halt einfach nur verteidigt, hast einen Punkt dazu bekommen. Okay, cool, gelernt. Aha, guck mal, geheime Truhe gefunden. Erfrischende Marmelade. Sehr nice. Wie komme ich hier weg? Okay, so. Alles gut, alles gut. Ich hab's geschafft. Dann wollen wir mal. Ich hoffe, dass ihr von Schätzen träumt. Denn wenn ihr aufwacht, habt ihr keine mehr. Hey, was machst du denn hier? Ich? Nun, ich bin nur zurückgekommen, um das Fass zu holen. Ich gehe jetzt. Ach, das ist aber mächtig freundlich von dir. Mac! Mac, du fauler Sack voller Knochen, steh auf, wir haben einen Eindringling. Was? Oh.
Hey, dich kenne ich doch. Du bist das Girl aus der Stadt? Oh, jetzt kapier ich. Du wolltest unsere Beute klauen, während wir schlafen, was? Dir entgeht auch gar nichts, hä? Du hast wirklich Mumm, Kind, aber allein das bringt dich nicht weit in der Welt. Wir kennen kein Pendant mit denen, die uns unsere Beute, unsere schwer verdiente Beute bringen, Fuck, was sind das für Scheißsätze? Wir kennen kein Pendant mit denen, die uns unsere schwer verdiente Beute bringen wollen. What? Schwer verdient? Ihr habt das alles gestohlen. Ja, haben wir. Also gehört es jetzt uns. Hey. Ihr habt so nicht begriffen, was das bedeutet, etwas zu verdienen. Ihr begreift nicht, wie viel Liebe und Sorgfalt in die Herstellung all dieser Waren geflossen ist. Wie hart die Leute arbeiten müssen, um sich die Zufriedenheit ihrer Kunden zu verdienen. Und es ist die Aufgabe von uns Händlern, diese Ware jenen zukommen zu lassen, die sie auch zu schätzen wissen. Bei meiner Ehre als Händlerin, ich werde diese Waren zurückbringen. Du bist Haifutter, Girl. Glaub ja nicht, dass wir nachsichtig mit dir sind. Die Welt ist ein rauer Ort. Das werden wir dir jetzt zeigen. Oha! Okay. 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 Los geht's. Nein, warte, damit geht's noch nicht los. Das ist hier auf jeden Fall keine Schwäche. Das ist schon mal gut zu wissen. Okay, das ist auf jeden Fall eine Schwäche. Das ist auch sehr gut zu wissen. Das bedeutet, wir steigen permanent auf unseren Speer um. Okay, auf sie muss ich so ein bisschen aufpassen, ne? Okay, wenn wir den killen, können wir direkt dreimal angreifen. Los geht's. So. Jetzt kann sie direkt nochmal angreifen, weil sie einfach mega die krasse Frau ist. Führe einen Gegner schweren Windschaden zu. Probieren wir mal aus. Cool. Ah, er ist auch schwach gegen Wind. Das ist natürlich sehr praktisch. Warte mal, machen wir doch das hier. Los geht's. Ah, das war der Falsche. Hä? Ach so, die Angriffe werden abgelenkt. Oh, okay, ich verstehe das Problem. Ihr lustigen Menschen. Er ist auch nur schwach gegen den scheiß Bogen, Mann. Ach, fuck. Kann ich ihn mittlerweile wieder angreifen? Ah, sehr gut. Nehmen wir ihn halt zuerst. Ist mir eigentlich relativ egal. Ich glaube, der hätte es fast mehr gebracht, wenn ich wieder den Speerhieb gemacht hätte, aber egal. The battle is truly joy. Use this. Ah.
Ja, fuck. Oder? Nee, das machen wir noch nicht. Ich greife schon explizit den Dude hier an, ne? Okay, gut, es klappt einfach nicht. Ihr müsst echt den unteren killen. Los geht's. Victory shall be mine. My turn now. What to do? Du brauchst eh noch ein Dings mehr. Ich glaube, das halten wir aus. Wir halten das aus. Wir halten noch einen Angriff aus. So. Okay, alles gut. Oh, shit. Okay, alles gut. Alles gut. Nein! Ah, verdammt! Das war natürlich mega der Dulli-Move gerade. Oh, verdammt! So, okay. Jetzt können wir, glaube ich, ihn angreifen wieder, ne? Nein, okay. Es ist konstant immer noch der Dude da unten. Was ist denn das für Black Magic Fuckery, die hier gerade abgeht, Alter? Okay, du Bitch. Du möchtest, dass wir das auf dumme Art und Weise machen, dann machen wir das auf richtig dumme Art und Weise. Ist mir halt richtig egal, Bruder. Los geht's. Okay, pass auf. Den killen wir. Okay, das kriegen wir hin. So. Ach, okay, das wehren wir natürlich nicht ab. Das ist auch in Ordnung. Okay, sie wehren es nur ab, wenn sie nicht gerade gebrochen sind. Diese If-Voraussetzungen werden immer komplizierter. Hä? Was ist... Das macht alles keinen Sinn hier. Wir greifen einfach random irgendwelche Leute an. Das ist doch alles nicht wahr. Was zur Hölle? So, wenn ich jetzt ihn angreife, geht das auf den anderen. Und das geht auf den Dude da? Okay. The battle is truly joy. Use this. Ah, sehr gut. Damit habe ich nicht gerechnet, aber schön, dass das funktionierte. Ene, mene, mu und hoffentlich bist du bald tot. So. Egal, was ich mache, es macht nicht wirklich viel. Aha! Ahaha! Wer hat einfach den Dude pulverisiert? Okay, okay. Er denkt, er ist hot shit. Das kann ich auch. What to do? Alles cool, alles cool. Wow, was ist jetzt los? Das sieht aber nicht
ganz Daijobu aus, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir heilen unsere Freundin gerade mal, weil ich habe das Gefühl, das könnte gleich sehr prekär werden. Sehr gut. Oder halt auch nicht. Los geht's. Bam. Ah, hätte ich mir das Heil-Item auch sparen können, aber egal. Alles cool, alles cool. Das haben wir gerade noch so geschafft. Jetzt gebt ihr mir diese Waren zurück. Du bist ein echt harter Brocken. Aber wir fangen ja gerade erst an. Kameraden? Du bist ein Trottel, dich mit uns allen anzulegen. In dieser Welt fressen die Starken die Schwachen. Zeit, dass du lernst, wo du hingehörst, du kleine eklige Made. That's far enough. Wer seine Bestimmung darin sieht, Schwache und Wehrlose zu schikanieren, hat kein Recht zu erklären, wie die Welt sich dreht. Was ist das? Na, wenn das mal nicht der feige Taugenichts von vorhin ist. Einer mehr. Welchen Unterschied macht das schon? Schnappt ihn euch! Er hat das Deck mit uns geschrubbt. Wer seid ihr nur? Oh? Ich denke, jeder Pirat, der auch nur einen Schluck Salzwasser wert ist, sollte das eigentlich wissen. What? Dieser blaue Speer. Mit der Kraft und der Gewandtheit einer Viper. Viper? Ist das etwa tatsächlich? Oh, okay, jetzt haben wir wieder Voice Acting. Ach, ich liebe dieses Spiel. What? Herr Kapitän, seid ihr wirklich... der Leon Bastral? Dem Namen nach, ja. Ein Pirat bin ich aber längst nicht mehr. Nur noch der König eines einfachen Handelsschiffs. What do we have here? Lasst euch das eine Lektion von einem echten Seemann sein. Prepare yourself. Tote Männer erzählen keine Geschichten. Ich bin noch nicht bereit zu sterben. Bewegt eure Hintern, Kameraden, sonst holt uns der Klabautermann. Ihre Füße sind ebenso schnell, wie ihr Verstand langsam ist. Herr Kapitän? Lass. Nenn mich einfach Leon, Mädchen. Herr Leon, danke, dass ihr mich gerettet habt. Eine Hand wäscht die andere, würde ich sagen. Und du hast alles beisammen, was du brauchst? Yes. Ja, jetzt müssen wir die Ware nur noch zurückbringen. Ausgezeichnete Arbeit. Wenn du wieder zu Hause bist, wird deine Ehre als Händlerin größer sein als je zuvor. Ich muss zum Dock. Wir werden bald die Segel hissen. Ihr brecht schon wieder auf? Of course. Die See ruft, Mädchen. Aber vorher... Warum besuchst du mich nicht auf meinem Schiff? What's the matter? Worauf wartest du noch, Mädchen? Es ist nur, ihr sagtet, dass ihr nur jene aufs Schiff lasst, denen ihr vertraut, daher... Nun kletter schon an Bord. Lass. Es
bedurfte jeder Menge Mut, sich diesen Piraten zu stellen. Und das hat eine Belohnung verdient, finde ich. Belohnung? Hi. Aus allen Ecken der Welt habe ich zahllose Schätze zusammengetragen. Sie sind mein wertvollster Besitz. Und du darfst sie nehmen, was dir gefällt. Wirklich? Ich könnte niemals etwas derart Kostbares an euch nehmen. Oder von euch. Es ist schon in Ordnung, Mädchen. Ich bestehe darauf. Es sei denn, du interessierst dich nicht besonders für Schätze, ha? Huh? Wenn ihr das so sagt, dann kann ich wirklich nicht ablehnen. Das ist die richtige Einstellung. Ich wusste schon immer, dass die Welt voller Schätze ist. Aber ich hätte nie zu träumen gewagt, solchen Wundern wirklich zu begegnen. Das ist wunderschön. Eine gute Wahl. Was nimmt dich denn an diesem Gemälde so ein, Mädchen? Ich weiß nicht genau. Unter all diesen unglaublichen Schätzen ist es der eine, der zu mir spricht. Es ist, als ob ich die Seele des Künstlers sehen könnte. Ich kann fühlen, was er gefühlt hat, alles, was er durchlebt hat. Das ist unvergessene Liebe, ein Werk von Bastian, einem berühmten Maler eines Landes im Westen. Er hat die Frauen verehrt und war 4-mal verheiratet. Dennoch konnte er seine erste Liebe nie vergessen. Sie fand einen tragischen Tod, als beide erst 13 Jahre alt waren. Es war sein Lebenswerk, sie als erwachsene Frau zu malen. Als die Schönheit, die er damals zu werden versprach. Er arbeitete bis zum Ende an seiner Karriere daran. Gott, diese fucking melodramatischen, blumigen Sätze. Heute ist dies eines der berühmtesten Kunstwerke der Welt. Puh, das wusste ich nicht. Herr Leon, würde es euch etwas ausmachen, wenn ich mich noch etwas weiter umsehe? Of course. Sieh dich nur nach Herzenslust um, Mädchen. Eine geborene Händlerin. Ich kann es in ihren Augen lesen. Sie wusste nichts über Bastian, hat das Gemälde aber sofort als Meisterwerk erkannt. Ich dachte, es wäre hier nur ein verschlafener Küstenort, aber dieses Mädchen... Sie könnte ein funkelnder Juwel unter gewöhnlichem Stein sein. Habt ihr etwas gesagt? Das ist es! Ist es in Ordnung, wenn ich das hier nehme, Herr Leon? This is... Lass mich mal sehen. Ich fürchte, das alte Ding bringt dir nicht viel ein. Es gehörte einem Mann, den ich einmal an Bord ließ, als ich noch Pirat war. Offenbar habe ich es nicht weggeworfen und es ging zwischen all den Sachen unter. Es ist besser, wenn du etwas anderes aussuchst, Mädchen. Nein, ich möchte das hier. Ich kann es nicht richtig erklären, aber... Es scheint mich magisch anzuziehen. Tut es das? Dann betrachte es als deins. Vielen Dank, Herr Leon. Fare thee well, lass.
Perhaps a day will come when you and I meet as rivals. But I won't be beat. I swear it on my honor as a merchant. Weigh anchor, men. The ocean calls. I saw it with my own two eyes. Within those dusty pages, I felt like there was something that would change my life forever. Can't wait to go home and read it all! Die ganze Zeit lebte ich in dem Gedanken, sie hat sich einfach so eine alte Knarre genommen, aber nein, es war nur ein Buch. Okay, beenden wir gerade mal ihre Story und dann würde ich sagen, sind wir auch soweit durch. Einmal hier rein. Dieses Buch enthielt die Aufzeichnung eines Reisenden, der die entlegensten Winkel des Reiches besucht hatte. Völlig gebannt vergaß Tressa die Zeit und las über jedes einzelne seiner Abenteuer. This world is brimming with treasures. And I know what I'm searching for is out there somewhere. So, I'll set sail for the horizon. The great big world beyond. That settles it. It's time I see the world. What? Going to leave Rippletide and become a traveling merchant. I'll see the world and have customers from every corner of the realm. Oh my, just think about what you're seeing, dear. Traveling merchant? I won't have any. You're not even a stationary merchant yet. You need at least 2 more years of stocking the store, and 3 years of working the shop front. That's 5 years before you're ready to go anywhere. Sorry, Pa. My mind's made up. Besides, I'll get all kinds of training on the road. I had a feeling you'd say that. There's no point in trying to stop you now, Tressa. You have my blessing. Oh, darling! This is our little girl you're talking about! I know. But I had a feeling this day would come. She is her father's daughter, after all. In the end, being a good merchant boils down to experience. That's just what you'll find out there. Go and see the world, Tressa, until your heart's content. I understand, but I can't help but worry, Tressa. Do take care of yourself out there, won't you? Be strong, and may the sacred flame light your path. Thanks, Ma. Thanks, Pa. And I'm sorry for leaving. But I'll come back one day. And you'll see just how much I've learned. We wouldn't know what to do if you didn't. After all,
You're our number one employee. Bye, Mom! Bye, Pa! So, warte, so. Dann wollen wir mal. One way to find out. See ya, Rippletide! My adventures as a merchant are just beginning. I'll start by following in the footsteps of a nameless traveler. Journey far, far beyond. So, ich glaube, wir haben es, oder? Damit sind wir jetzt offiziell zu zweit. Dann würde ich sagen, speichern wir hier ab. Dann danke ich hier fürs Zuschauen. Und bis später. So. Bye.